So, herzlich willkommen, meine Freunde, zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor es losgeht, ich würde mich gerne mal gerade am Anfang von diesem... Okay. Ich wollte mich einfach mal gerade zu Beginn des Videos bei euch bedanken. Bei den Leuten, die hier teilweise schon seit Monaten oder sogar Jahren dabei sind und Woche für Woche meine Videos gucken. Ihr wisst, ich mache das unglaublich gerne. Es gibt für mich aktuell nichts Schöneres, wie ja, genau das zu machen, was ich aktuell hier mit euch erlebe. Aber das alles ist natürlich nur möglich. Die ganze Arbeit, die ich hier reinstecke, die lohnt sich natürlich auch nur, wenn ihr das am Schluss auch guckt und feiert und supportet und dabei bleibt. Und deswegen danke. Danke, dass ihr mir ermöglicht, euch diesen Content hier zu bieten. Ich würde sagen, wir starten direkt los, denn ich hoffe, auch dieses Video wird euch wieder gefallen. Es geht weiter am Subi. Ich treffe mich jetzt gleich, so wie jeden Samstagvormittag eigentlich, mit Chris in der Halle. Hab mich entschlossen, jetzt aber hier nochmal ganz kurz beim Edeka ranzufahren. Wir brauchen noch ein paar Getränke, dass meine fleißigen Helfer mir nicht verdursten in der Werkstatt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Pflicht. So, alles besorgt. Schaut ihn euch an, ey. Ich versuche wirklich die letzten Wochen dieser Saison diesen Wagen noch komplett auszukosten. Ich fahre ihn quasi im Alltag aktuell. Man könnte fast sagen, mein Daily. Und was soll ich sagen? Er fährt geil. Er fährt richtig, richtig geil. Macht mega Spaß. Aber ja, wenn ich mir das so anschaue, schon fast wieder Zeit für ein paar Herbstshootings. Da will ich ihn auch sehen. So schön mit ein paar Blättern und so. Ja, Mann, das machen wir auf jeden Fall noch. So, Chris, ich begrüße auch dich herzlich zu diesem neuen Video. Good morning. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Freunde, das ist er. Unser Whitebody Impreza. Im letzten Video haben wir das Bodykit verbaut. Und heute wird es richtig ernst, denn das Kit selbst ist zwar schon dran, aber so wollen wir natürlich nicht fahren, ne? Mit den schmalen Felgen und in der Höhe, das ist es nicht. Um das ganze Potenzial von so einem Breitbau-Kit irgendwie auch ausleben zu können, bedarf es etwas Karosseriearbeit, und zwar unter den Verbreiterungen. Hier quasi, wenn wir jetzt... Okay, ich habe da was gefunden. Was? Das hing ja da noch drin. Weil das ist meine Arbeit, weil wir sehen diesen Spalt hier. Ja. Und das ist der Abstandshalter. Ach, das passt. Hast du da reingeklemmt. Dass es passt. Sprich, wir müssen da noch ein bisschen Material, Glasfaser auffüllen. Oha, okay, gut erklärt. Part. Das ist Chris seine Arbeit. Hier noch ein bisschen Glasfaserarbeit, dass wir hier nicht dauerhaft mit diesem Platzhalter fahren müssen. Und meine Arbeit ist, man sieht es auch schon, wo die Tür aufgeht. Hier, wir müssen die Karosserie quasi rausschneiden hier hinten, bis zu dem Punkt, wo dann das Bodykit anfängt. Einfach um uns diese Tiefe und auch die Breite der Felgen zu ermöglichen. Die neue Felge steht dann irgendwo hier. Und wenn wir dann tiefer wollen, würden wir sofort hier anstoßen. Damit wir das irgendwie hinkriegen, werde ich in diesem Video die Flex auspacken, hier hinten die Radläufer ausschneiden, alles wieder verschweißen. Wir haben ein doppellagiges Blech, das ist ein bisschen tricky. Es muss am Schluss ja auch dicht sein, aber das sehen wir alles in diesem Video. Wir bauen das komplette Bodykit im hinteren Bereich jetzt erstmal wieder ab, damit wir die Karre auf die Bühne schieben können und ich an diesem Radlauf und auf der anderen Seite vernünftig arbeiten kann. Wagen ist jetzt auf der Bühne und was wir jetzt vorhaben ist, diesen Radlauf hier ausschneiden. Damit ich weiß, wie viel raus muss und wo die Felge überall ansteht, haben wir jetzt hier bereits das Gewindefahrwerk ausgebaut, damit wir gleich mit einem Getriebeheber hier einmal schön hochkommen, um die maximale Tiefe zu simulieren. Wir brauchen natürlich auch die richtige Breite von der Felge. Deswegen werden wir jetzt gleich eine Felge draufstecken. Die werdet ihr noch nicht sehen. Die wird wieder hochprofessionell zensiert für euch, damit wir euch nicht spoilern. Aber die müssen wir einmal hier montieren, um zu gucken, wo stehen wir überall an und wie weit will ich hier nach oben? Wie weit muss ich hier auch nach hinten, ist die Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir stecken jetzt schnell die Felge drauf, zensieren sie einmal und drücken das Ding nach oben und schauen, wo wir überall anstehen. Ja, wir haben mal wieder alles gegeben, um euch nicht zu spoilern. Ja, was ist das für eine Felge? Das erfahrt ihr dann im nächsten oder übernächsten Video. Jetzt brauchen wir diese Felge erstmal, um ja, zu gucken, wo wir, wie gesagt, hier oben anstoßen. Denn es ist ja unschwer zu erkennen, dass das Ding etwas breiter ist wie original. Und deswegen will ich sagen, ich lasse die Bühne jetzt ein bisschen ab, bis wir oben anstoßen. Und dann gucken wir, markieren wir und schneiden das erste Mal los. Geht noch? Noch ein Ticken? Weiter, 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 weiter. Okay, stopp. Also, jetzt liegen wir theoretisch hier komplett auf und wir sehen auch schon, hier würden wir als erstes aufliegen, aber wenn ich jetzt hier hochschneide, werden wir als nächstes hier. Das heißt, es sieht so aus und damit haben wir auch schon gerechnet, dass wir tatsächlich hier an der Tür die Kante abnehmen müssen, dann hier nach oben laufen und jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir hier hinter? Ob das reicht bis hier oder wir gehen doch bis zum zweiten Strich? Dann wollen wir wieder gucken wegen der Befestigung von der Stoßstange. Genau, weil wir haben hier eigentlich unsere Stoßstange befestigt, haben aber nicht nachgedacht, dass das vielleicht noch weg muss, ne? Hm.
Ich würde sagen, ich schneide mal bis hier und dann lassen wir dasselbe nochmal ab. Und wenn das nicht reicht, schneide ich bis hier. Weil, was mir jetzt eigentlich gerade kommt. Was denn? Nee, Schwachsinn. Okay, dann mein Plan, oder? Es ist soweit, Alter. Mein Lieber, nach all den Jahren darfst du endlich zerschnitten werden. Die erste Guideline ist jetzt mal eingeritzt, sage ich mal. Was ich jetzt mache, ist diese Kante hier, unsere Radlaufkante. Die löse ich jetzt komplett. Das heißt, ich schneide durch beide Bleche durch, dass wir dann das einzeln haben, das Äußere. Dann schneide ich das Äußere raus und klapp's weg vom Inneren, dass das Innere liegen bleibt. Ne? Das seht ihr gleich, wenn es soweit ist. Nur, dass ihr nicht wundert, ich schneide jetzt erstmal hier unten entlang komplett den Radlauf raus, weil der verbindet beide Bleche. Und das würde jetzt gleich stören, wenn ich hier oben durchkomme. Also, bist du oben noch gar nicht durch? Nee, das war nur der Geistschnitt. Ach so. Okay. Das äußere Blech ist jetzt komplett rausgetrennt. Was wir jetzt noch haben, ist dieses recht rostige Innenblech. Ich fange auch schon an, das hier blank zu machen, denn das muss später hier oben verschweißt werden. Warum habe ich das jetzt schon blank gemacht? Das Ding wird hier nämlich gleich eingeschnitten und dann hochgeklopft, um von hier oben dann mit dem Blech verschweißt zu werden. Das ist so natürlich viel einfacher im Ganzen, dann wabbelt das nicht so rum. Es kann sein, dass wir hier noch höher schneiden müssen gleich, das heißt, ich werde da oben noch weiter entrosten, aber falls das jetzt schon stimmt, ist es schon mal vorbereitet. Ich mache das jetzt hier noch, genauso wie hier auch schon alles blank geschliffen wurde. Ihr seht es, wir sind bis zur Türkante gegangen. Ich habe einen kleinen Knick hier noch drin gelassen. Ist einfach leichter dann, das hochzudrücken, festzuschweißen und das überschüssige Blech vom Innenradlauf dann auch noch abzuschneiden. Die getarnte Felge ist wieder drauf, hier oben. Man sieht es, ich habe schon mal hochgeklopft. Das heißt, wir lassen jetzt ab, um zu gucken, folgendes. Wenn er hier aufliegt und wir hier noch Platz haben, ist genug ausgeschnitten. Wenn er hier auflegt, obwohl wir hier noch Platz haben, dann muss ich noch höher. Weil da geht nicht mehr, hier würde noch mehr gehen. Dafür haben wir das jetzt gerade nochmal montiert. Und natürlich, um zu gucken, ob die Kante hier stört, um unsere Stoßstange zu montieren. Wenn die stört, ist die auch noch weg und wir überlegen uns was Neues für die Stoßstange. Also, lass mal ab, das Baby. Sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich habe mit der Kante hier ein bisschen Sorge, aber... Weiter. Also er wird jetzt hier als erstes anstoßen, oder? Bis er berührt. Okay, ganz gut. Okay. Ja, das reicht erstmal. Hast du noch genug Platz? Ja, geil. Also vielleicht... Leicht abnehmen. Hier so geil, guck mal hier außen. Ja, ein bisschen müssen wir vielleicht. Aber oben genug, Alter. Ich bin froh, dass wir erstmal ein bisschen weiter unten geschnitten haben. Das ist die Halterung, oder? Ja, da wo das Loch ist, genau. Genau. Und dann hier auch vorne. Ja, die Kante müssen wir noch wegnehmen. Ja. Das wäre aber schon... Also hier sind wir am Limit, das ist gut. Hier haben wir auch Platz. Das sollte passen. Ja, der. Spurplatten. Ich sehe da Spurplatten. Ja, Spurplatten sind auf jeden Fall noch gebraucht. Sind ja noch keine dran. Aber wird genau bis zur Felge schön versenken. Ja. Alter. Jetzt, wo die erste Seite passt, kann ich das 1:1 übernehmen auf die andere Seite. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, was Chris parallel hier macht. Hier sein Heimwerkertisch wieder aufgebaut. Und hier wird fleißig geharzt. Mit kleinen, aber feinen... Glasfasermatten. Und dem dazugehörigen Harz wird hier gebastelt. Und zwar, schaut mal, das hier ist so ein Bodykit-Teil, welches sehr, sehr dünn ist. Und wenn das hier abschließt mit dem nächsten Teil, dann hat hier teilweise Licht durchgeschieden, weil es wirklich sehr, sehr schmal ist. Auf der Seite hat Chris schon gebastelt. Man sieht den direkten Vergleich. Er hat hier Material aufgebaut. So haben wir ein bisschen mehr Toleranz, wenn das... Bodykit, welches dann hier ansetzt, so einen Millimeter weiter drin ist oder zwei, dann sieht man nicht direkt hier Luft, sondern man hat immer noch dann lackiertes GFK. Das wird jetzt auf der Seite auch gemacht und zwar wie? Wie? Ja, wie ist die Frage. Wie? Mit überteuerten Bauhaus Polyesterharz. Scheiße. Wie immer. Ja, wenn es schnell gehen muss. Dann machen wir Marvin einen kleinen Schuss Latte Macchiato. Der Härter kommt rein. Härter. Immer schön nach Gefühl natürlich. Dein... Kaffee-Umrührer? Ey, jetzt kriege ich richtig Bock auf so einen Kaffee, Mann. Wir müssen nachher nochmal los. Ja, das wird jetzt hier drauf geschmiert. Dann werden 2-3 Matten aufeinander gelegt, schön gepinselt. Wie lange dauert das zum Aushärten? Geht recht flotti, ne? Je nach Härte. 20 Minuten, halbe Stunde.
So sieht das jetzt aktuell aus. Ja, ist noch ein bisschen wild, aber wenn das trocken ist, wird der Überstand abgeschnitten, schön verschliffen. Und am Ende sieht es dann hoffentlich aus, genauso wie hier. So wurde jetzt ein bisschen Material für mehr Dicke gegeben, aber was wir auch machen können, und das hat Chris auch schon vorbereitet für euch, ist... Schaut es euch an. Hier hatten wir ja irgendwie so ein Dremel reingesteckt, damit der weiter weg von der Karosse kommt. Hier hat Chris jetzt einfach so viel aufgebaut, dass es das jetzt quasi weg von der Karosse drückt, also einfach einen Zentimeter mehr Material hat. Man sieht es vorher, nachher. Und genau das Gleiche passiert jetzt bei der linken Seite ebenso. Müssen wir halt noch genau anpassen, denn wenn wir es wieder montieren. Ja, kann man ja easy schleifen eigentlich. Genau. Ey Chris, ich sag's dir, wie es ist. Das nächste Bodykit bauen wir komplett selbst. Hat er Bock. Ich habe jetzt entschlossen, bevor ich hier anfange zu schweißen, ich muss das alles noch schön blank machen hier oben, will ich die andere Seite ausschneiden, dass ich das Schweißgerät nur einmal verwenden muss. Ihr habt ja vorher gesehen, dass das Rad drin war. Der tiefste Punkt ist hier an der Tür. Das heißt, wir haben das Maximum rausgeholt. Tiefer geht nicht, denn ja, ansonsten müssten wir hier in die Türfalz reinschneiden und dann würden wir hier die Tür auch irgendwie ausschneiden müssen und das wäre alles ganz schön wild. Am Schluss läuft dann das Wasser rein und so, da haben wir keinen Bock drauf. Aber damit ihr jetzt nicht Angst habt, dass das Auto nicht tief genug wird, ich zeige euch mal ganz kurz was. Vorne haben wir noch ein Stück vom Seitenschweller dran. Schaut mal alleine, wie viel tiefer das Bodykit den gesamten Wagen schon macht. Also vom Originalschweller zum Bodykit. Das heißt, durch das Rad, welches dann hier oben ansteht, haben wir bestimmt eine Tiefe, wenn meine Rechnungen stimmen, dass das Bodykit gerade noch so nicht den Boden berührt. Hätten wir das Bodykit nicht und würden die fetten Reifen hier versenken bis hierher, dann hätte der Wagen wahrscheinlich schon noch 7-8 cm Bodenfreiheit. Und das ist natürlich bitter. Das heißt, so eine Arbeit lohnt sich echt nur mit Bodykit, welches generell den Wagen auch schon mit dem GFK ein bisschen runterholt, dass das Ding dann auch wirklich schön tief aussieht. Ich habe mir das auf der Seite jetzt auch mal angezeichnet, Vorlage von drüben. Hier sieht man auch schon meine Sorgen. Hier wurde mal vom Vorbesitzer, ich weiß nicht, also der nach mir den Wagen hat anscheinend, Blech eingesetzt. Und das geht hier genau an der Schweißnaht entlang und dann hier runter. Das heißt, wir werden mit diesem Blech arbeiten müssen. Ich hoffe, wenn ich das hier schneide, geht hier nicht die Spannung raus und das Ding verzieht sich oder irgendwas anderes passiert. Also es bleibt spannend, hier über so einen schlecht reparierten Radlauf zu schneiden. Das dann irgendwie auch mit dem Innenradlauf, der ebenfalls Reparaturblech drin hat. Ich sehe hier auch, ich spüre einen Flicken. Ich schneide es jetzt mal raus und wir gucken, was uns dort drunter erwartet und hoffen, dass das irgendwie zu verarbeiten ist und am Ende einigermaßen gut aussieht, weil auch das ist relevant für den TÜV. Der schaut sich an, wie wurde das rausgeschnitten, wie wurde das wieder verschweißt, ist das dicht, ist das versiegelt, da muss ja eine Stabilität drin sein. Da gebe ich mir wirklich mein Bestes. Das äußere Blech ist jetzt mal weg und bis jetzt hat es hier mit der Schweißnaht ganz gut geklappt. Man sieht hier so noch ein paar Schweißdrähte vom Einsetzen vom Blech. Aber ansonsten hat das alles funktioniert. Auch hier, der Innenradlauf wurde mal repariert. Man sieht es jetzt recht gut. Es ist nicht schön, nicht perfekt, aber ich kann damit arbeiten. Meine Angst war ja, dass hier unten drunter alles komplett vergammelt ist. Aber so am Ende wird das hier eh eingeschnitten, hochgeklopft, neu verschweißt, davor blank gemacht. Sollte also funktionieren. Bevor ich mit Innenradlauf weitermache, prüfe ich jetzt nochmal die Maße, die ich genommen habe. Ich bin hier von den Löchern runter, habe das gemessen drüben. Aber das sieht alles sehr vernünftig aus. Kann man so lassen. Geil, oder? So, beide Seiten sind jetzt fertig. Hier auch schon alles blank geschliffen. Habe auch schon die Schnitte reingemacht, dass man es dann nachher hochklopfen kann. Auf der anderen Seite dasselbe. Und ja, eigentlich wäre jetzt der nächste Schritt, das hier zu verschweißen. Das Innere mit dem äußeren Blech. Aber, ja, alles aufgebaut. Ich finde meinen Schweißhelm nicht. Ich glaube, ich habe meinen Schweißhelm bei Mari liegen lassen, als wir meinen Horny-Bands-Auspuff geschweißt haben. Deswegen, ja, ich versuche jetzt Ersatz aufzutreiben. Parallel ist Chris wesentlich produktiver. Er macht hier fleißig am Bodykit weiter und das wird doch was. Guckt es euch an, wie dick das Material geworden ist mittlerweile. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, mir einen Schweißhelm zu organisieren und Augen zumachen und weggucken. War keine Option. Das soll schon einigermaßen ordentlich werden. Jetzt habe ich es geschafft. Hier ist ein Helm. Vielen Dank an Jonas. Der hat mir den gerade vorbeigebracht. Hat ihn mir ausgeliehen übers Wochenende, denn ich habe meinen Helm nach wie vor bei Mari liegen. Und ich bin nächste Woche eh wieder bei ihm. Wir machen weiter am VR6 Umbau beim Golf 2. Da gibt es dann ein Video dazu. Dann kann ich meinen Helm wieder mitnehmen. Ihr seht meine Arbeit von gestern. Nach wie vor unverändert. Ihr seht mich jetzt gleich mit einem Stiel vom Hammer oder so. Das hier hochdrücken. Dann
dann setze ich hier erstmal ein oder zwei Punkte bei jedem Teil einzeln, dass das mal hält. Dann kann ich den Überstand wegschneiden und hier nochmal durchschweißen, sodass wir danach dann alles versiegeln und abkitten können. Ich verliere gar keine Zeit. Schweißgerät steht schon parat. Ich stelle das alles ein und drückt mir bitte die Daumen, dass das hier einigermaßen gut wird und auch hält. Ich habe richtig Schiss beim Schweißen, weil das es durchbrennt, gerade bei so dünnem Karosserieblech. Aber learning by doing. Ich denke, bei der Karre kann ich es lernen und ihr seid dabei. Wir legen los. Zwischenstand. Ich habe jetzt hier mal die Punkte gesetzt, wie besprochen. Habe auch den Überstand schon abgeschnitten. Das heißt, das Innen- und Außenblech ist jetzt offiziell wieder miteinander verbunden. Muss natürlich nochmal richtig durchgeschweißt werden. Ich schleife das dann auch nochmal richtig, dass es eine Ebene wieder wird. Das steht ja immer noch ein bisschen über. Ihr seht es. Davor möchte ich mich aber hier drum kümmern. Ihr seht, hier drin sind nach wie vor die Schlitze offen. Ich habe das ja eingeschnitten, damit ich es hochklopfen kann. Und diese Schlitze gilt es jetzt auch noch zu schließen. Das heißt, ich werde versuchen, hier auch bei den größeren das alles irgendwie zuzubekommen, Schweißgerät. Wenn das erledigt ist, schleife ich das hier schön glatt und dann kümmere ich mich weiter um die äußere Geschichte hier. Glücklich, aber platt. Das beschreibt meinen Zustand gerade ziemlich genau. Es hat alles geklappt. Ich bin durch und könnte nicht glücklicher sein. Schaut es euch an, Freunde. Komplett rausgeschnitten, geschweißt, grundiert und jetzt auch schon abgekittet von Chris. Also ich gebe es zu, wenn man sich das jetzt so ohne Bodykit anschaut, sieht es schon recht weird aus, so einen groß ausgeschnittenen Radkasten hier zu haben. Aber ihr habt es ja gesehen, als wir die noch zensierten Felgen hier mal Probe gesteckt haben. Die sind schon echt wuchtig. Also nicht nur in der Breite, sondern auch was Zoll angeht. Also die sind eigentlich für den Wagen ein Ticken zu groß in der Größe generell. Aber durch dieses riesen Bodykit geht jede andere Felge einfach unter. Also du brauchst hier ein gewisses Maß, dass das am Schluss auch stimmig aussieht. Das seht ihr natürlich im nächsten Video oder spätestens übernächsten Video, wenn es dann hier um die Felgen und das Fahrwerk geht. Ne, noch ist gar kein Fahrwerk drin. Das heißt, sobald das Kit jetzt hier getrocknet ist, können wir den Rest noch mit Unterbodenschutz ausspritzen, das Fahrwerk verbauen, die neuen Felgen mit den richtigen Spurplatten montieren, das Kit montieren und dann das erste Mal so mehr oder weniger eine Idee kriegen, wie der Wagen dann wirklich final dastehen könnte. Hier an der Stelle, wo der Vorbesitzer bereits ein Blech eingesetzt hat, da hatte ich zum Glück gar keine Probleme beim Rausschneiden und Reinschweißen. War ja meine Sorge. Wir werden natürlich trotzdem diese ja nicht ganz so geile Reparatur noch ein bisschen ja, glätten, bevor es dann mit dem Lack weitergeht. Aber ja, der Lack, das ist noch ein langer Weg dahin. Ich meine, das Kit alleine, schaut es euch an. Chris ist hier schon fleißig am Modifizieren und Anpassen. Hier auch am angebauten Kit versucht er erstmal eine Fläche zu schleifen, dass wirklich hier die Höhenunterschiede alle irgendwie im finalen montierten Zustand angepasst werden. Hey, ich bin mega happy, dass ich so einen Profi an der Hand habe. Also es kann ja nur geil werden. Ich darf nicht 100% sagen, sonst kriege ich wieder Ärger von Chris. Aber ich denke, wir holen das Maximum aus diesem Nachbaukit raus. Und das ist mehr, wie ich immer wollte. Ach ja, übrigens, hier schaut mal. Die beiden Radläufe links und rechts, die wir rausgeschnitten haben. Chris und ich haben hier mal unsere Namen drauf gekritzelt. Ich hatte mir überlegt, die an jeweils einen meiner Patreons rauszuschicken. Ich denke, morgen und übermorgen werde ich da mal reingehen, nachdem das Video online gegangen ist. Und suche mir da zwei glückliche Gewinner. So, psch, Augen zu, durchscrollen, suche ich mir einfach raus. Und vielleicht hat ja jemand Bock, sich das an die Wand zu legen. Ist auf jeden Fall
ein Stück Geschichte von der B-Garage. Ich meine, das Ding stand schon vor Jahren in der Blechgarage und jetzt gibt es hier so kleine Stücke vom Radlauf, die weichen mussten fürs Bodykit. An dieser Stelle geht auch ganz viel Liebe raus an all meine Patreons. Falls ihr noch nicht dabei seid, ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Patreon ist immer unter meinem Video verlinkt. Guckt gerne mal rein. Da gibt es natürlich nicht nur Reste von B-Garage-Autos. Da gibt es generell ein paar Benefits, so Previews zu den nächsten Videos, ein paar Inside-Infos, aber auch zum Beispiel exklusive Sticker gehen da alle paar Monate an euch raus. Die ersten jetzt gerade vor ein paar Wochen. Schaut gerne rein. Ihr supportet uns crazy damit und ich versuche da ein bisschen was zurückzugeben. Ich meine, das ist ein Stück Geschichte von der B-Garage, der Wagen. Und ich dachte, bevor das in den Müll wandert, ne, kann ja vielleicht jemand von euch sich das irgendwo an die Decke hängen oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Egal, ob ihr bei Patreon dabei seid, schon mal Klamotten gekauft habt oder einfach unsere Videos schaut. Ihr unterstützt uns auf jeden Fall enorm mit eurem Support und ermöglicht uns, all das hier zu machen. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich euch auch mit diesem Video wieder ein bisschen unterhalten konnte, ihr Spaß hattet. Denn dann schaltet nächstes Mal wieder ein und kommentiert doch gerne unter diesem Video. Ich lese jedes Einzelne und freue mich immer von euch zu hören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Wo ist meine Säge? Oh Gott. Oh. Okay. Es kann losgehen, Freunde. Kann doch nicht losgehen. Rad muss noch runter. Dann magst du mir kurz den anderen geben. Ich habe den falschen genommen. Der geht nicht. Voll reingeguckt. Zum Glück habe ich zwei ausgeliehen. Fail. An dieser Stelle wurde er bevor... Watch it look daytime in the night.